Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag einen neuen Geniestreich verkündet. Sie hat vorgeschlagen, Ländern, die gegen Stabilitätskriterien verstoßen und Schulden machen, dass man denen auch kurzfristig mal das Stimmrecht entziehen kann. Ist das eine gute Idee? Naja, also die Vorschläge der deutschen Bundeskanzlerin werden im Augenblick immer absurder, habe ich den Eindruck, nicht? Als nächstes kommt dann wahrscheinlich der Vorschlag, dass den Arbeitslosen das Stimmrecht entzogen wird und danach kommt dann in der dritten Stufe und Endstufe, dass nur noch Frau Merkel stimmen darf, nicht ein Merkel, eine Stimme oder so. Nein, das ist eine völlig absurde Vorstellung, die Frau Merkel da entwickelt hat. Wenn man ein einheitliches Europa, das zusammenarbeitet, das kooperiert haben will, kann man so nicht verfahren. Kommen denn solche Vorschläge und überhaupt die Haltung der Bundesregierung hier im Europäischen Parlament an? Gibt es da kritische Stimmen von Abgeordneten anderer Länder? Ja, wir hatten heute Morgen im Wirtschaftsausschuss das Thema auch auf der Tagesordnung stehen. Da sind deutlich kritische Stimmen von anderen Kollegen, von anderen Parlamentskollegen gekommen in Richtung Deutschland. Es wurde darauf verwiesen, dass Deutschland 2004 ja selbst in der Situation war, die Kriterien überzogen zu haben. Ein Kollege sagte aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass er mehr Scheinheiligkeit noch nicht erlebt hätte, als das, was im Augenblick von der bundesdeutschen Regierung kommt. Und ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung die Bundesrepublik damit immer mehr in die Isolation treibt. So jedenfalls geht es nicht. Jetzt soll an dem sogenannten Hilfspaket, Rettungspaket, wie auch immer, für Griechenland auch der Internationale Währungsfonds, der IWF, beteiligt werden. Es gibt auch viele Menschen, die das kritisch sehen. Wie seht ihr das? Naja, das ist eine spannende Frage. Wir haben ja nun den Lissabon-Vertrag, den wir als Linke immer kritisiert haben, aber er hat doch immerhin den einen oder anderen positiven Aspekt auch, unter anderem den, dass bei Verträgen mit auswärtigen Institutionen, also mit Nicht-EU-Institutionen, das Parlament eingebunden wird. Das bedeutet also, ohne eine Parlamentsbeteiligung kann im Grunde der IWF gar nicht eingebunden werden. Das ist auch heute Morgen im Wirtschaftsausschuss deutlich diskutiert worden und eingefordert worden, dass das Parlament hier nicht übergangen werden kann und letztlich auch nicht das griechische Parlament. Also da ist noch nicht das letzte Wort so gesagt. Offensichtlich haben die Nationalparlamente, der Ministerrat vergessen, was sie da im Lissabon-Vertrag selbst aufgeschrieben haben und gewollt haben. Nun lässt sich die Frage nicht in einem Satz beantworten, aber würdest du denn mal ein paar Beispiele nennen, was aus Sicht der Linken im Europäischen Parlament jetzt unternommen werden müsste? Ja, wir haben da durchaus konkrete Vorstellungen und auch Vorschläge eingebracht bisher. Das Erste, was man machen könnte, wäre erstmal die Aussetzung des Stabilitätspaktes. Das ist ein großes Problem. Der muss ausgesetzt werden und dann muss auch geguckt werden, ob das überhaupt die richtige Konstruktion ist. Am Euro, an der Wirtschaftspolitik, an der ganzen Lissabon-Strategie, EU-2020-Strategie lässt sich ja auch die Krise festmachen. Das ist auch ein Aspekt der Krise. Im Grunde bedarf es einer tiefgreifenden Reform der gesamten europäischen Wirtschaftspolitik. Das ist ein wichtiger, ein zentraler Aspekt. Man kann die Banken beteiligen und sollte die Banken beteiligen, indem man sie nötigt, schlicht und ergreifend einen Teil der Schulden zu erlassen. Das wäre angemessen. Die Ratingagenturen spielen eine unsägliche Rolle. Sie sind völlig intransparent und im Grunde, das ist zumindest unsere Forderung, gehören die Ratingagenturen abgeschafft, zumindest im Blick auf die Staaten. Staaten sind keine Unternehmen. Bei Unternehmen mag man das machen, aber Staaten haben andere Funktionen, andere Aufgaben. Da kann man Ratingagenturen nicht einsetzen. Und in jedem Fall kann man auch kurzfristig entscheiden, dass das, was die Europäische Zentralbank bisher als Ausnahmeregelung gehandelt hat oder handelt, nämlich die griechischen Staatsanleihen trotz allem anzuerkennen, das muss zur Grundregel werden. Da müssen die Ratingagenturen einfach raus. Das kann man so machen, indem die Europäische Zentralbank das Recht bekommt, auf Dauer auf diese Ratings zu verzichten und jede Staatsanleihe anzuerkennen. Das wären einige konkrete Schritte, die wir als Linke bisher auch immer wieder in die Diskussion gebracht haben. Vielen Dank. Bitteschön.